Herzlich willkommen hier bei einer neuen Ausgabe. Alles andere ist nur Versicherung. Und wie ihr seht, haben wir hier den nächsten Gast, der Nicola D'Agosta. Schön, dass du da bist. Danke, danke. Dir, dass du Zeit gefunden hast, dass wir das zusammen anschauen können. Und auch das Gespräch führen. He? Ja, super. Genau. Nicola, du arbeitest ja bei der Mobiliar. Und ich denke, ich will jetzt wirklich mal jemanden von der Region oder respektive aus der Branche einladen, wo ja, ein bisschen ähnlich die Sachen hat, wie ich das ja auch habe. Und jetzt geht es mir mal darum, zum herauszufinden. Also respektive, du mir dir zuerst vorstellen, wir kennen uns ja schon lange. Oh ja. Bist du mal Kunde von mir vor 100 Jahren? Hey, ich muss sagen, ich hatte den ersten Kontakt mit Versicherungen, wirklich ich selber, mit dir gehabt, ja. Das ist so. Also jetzt vielleicht nicht gerade 100 Jahre her. Aber es ist schon so gewesen, dass es in den jungen Jahren war. Ich war sicher schon 18, aber sicher auch nicht weit über 20. Also ich hätte jetzt gesagt, ich wüsste jetzt wirklich nicht gerade auswendig, aber es muss wirklich dort gewesen sein, wo ich... Anfangs 20? Ja, mit dem Range ungefähr. Also vor 2 Jahren, oder? Nein. Mit 18. So. Nein, also ziemlich am Anfang, ich weiß nicht genau wirklich, wie ich jetzt zu dir gekommen bin, aber ich weiß nicht, ich bin zu dir ins Büro. Wir haben einen Termin gehabt, der Anfang war, du hast mir, glaube ich, angerufen. Ja. So sind wir, oder geschrieben, ich weiß es nicht einmal genau mehr. Bei der allgemeinen Wirtschaftsdienst. Ja, wahrscheinlich auf Weiterempfehlung von irgendjemandem hast du mir anrufen und irgendwie hat es dann eine Verbindung gegeben zu jemandem, wo du halt auch schon beraten ja, hast. Beraten, und dann haben wir die Weiterempfehlungen gehabt. Ja. Und aufgrund von dem bin ich dann auch, habe ich dir auch eine Chance gegeben und gesagt, jawohl, okay, gut, kennst du die Person, die hat in dem Fall gut über mich geschwätzt oder umgekehrt, wie auch immer, über dich. Und so bin ich eigentlich zu dir gekommen. Ja. Und ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, ja, das war dort im Joggeli. Ja, genau. Dort haben wir uns getroffen das allererste Mal und dort raus ist, ich meine, das ist, ich hätte gesagt, 20 Jahre her etwa. Ich glaube, das ist oder wenn schon, fast 15 oder 20, also gefühlt sind es etwa 20 Jahre. Wenn ich so überlege, dass ich jetzt etwa dann 40 werde und mit 20 haben wir uns getroffen. Also es ist 20 Jahre her und wir sind immer noch heute in Kontakt. Also wir man sind sieht immer noch in der Branche. Ja, genau, das auch. Also ich war ja noch nicht in der Branche. Dann in dem Moment noch nicht. Ich bin zu dir gekommen, du hast mich einfach ganz normal als Kunde beraten. Richtig. Und ich weiss noch, du hast A bis Z eigentlich ziemlich alles gut informiert gehabt. Wir haben dort auch ein paar Sachen umgesetzt gehabt. Ja, stimmt. Und ich habe dir relativ viel zu verdanken. Ja, die Vorsorge haben wir vor allem angeschaut. Ja. Also ziemlich früh damit anfangen. Weil es einfach. Ich habe das dort gar nicht so wirklich im Kopf gehabt. Du hast mir dann einfach ein bisschen aufgezeigt, warum. Also die ganzen Gründe, was ist positiv daran, wenn man das machen würde. Mhm. Und das weiss noch, wir haben dort damals etwas gemacht. Heute bin ich wunschlos glücklich, kann ich das damals mit dir können anschauen das und auch umsetzen. Technischen das auch, unter anderem. Und auch eine super Lösung. Also ich bin wirklich sehr froh. Also vieles hat sich auch ergeben aufgrund von dem, dass ich heute da bin, eben weil wir uns dort kennengelernt haben und du mir dort etwas gezeigt hast, wo ich gesagt habe, das hat mich fasziniert. Und das habe ich auch so mitgenommen. Also meine Damen und Herren, ich habe doch nicht so einen schlechten Job gemacht. Absolut. Nein, das ist so. Du hast ja, also du bist ja auch Versicherungsberater, direkt bei einer Versicherung, bei dem Mobiliar. Ja. Jetzt, was machst du genau? Kurz ein bisschen zusammengefasst, was ist so ein bisschen so dein Kerngeschäft, was machst du dort mit dem Mobiliar? Mein Kerngeschäft ist so, dass wir bei der Mobiliar haben wir insgesamt in der ganzen Schweiz, die Mobiliar ist eine Versicherung, die es seit knapp 200 Jahren gibt. Das ist die älteste Versicherung auf dem Schweizer Markt. Bei der Mobiliar ist es so, wir haben eine Generalagentur hier in der Region, Basel. Mhm. Und insgesamt sind es in der Schweiz 80 Stück. Alle die 80 Generalagenturen sind selbstständige Unternehmer, mhm, die führen und die haben alle zum Teil, also die meisten haben noch so weitere Geschäftsstellen oder ja, eine Geschäftsstelle mehr. Genau. Und ich bin jetzt auch platziert in einer von denen. Wir haben mitten in der Innenstadt als einzige Versicherungsagentur, haben wir gerade bei der Schifflandi eine City Lounge, nennt sich die. Das ist eine Agentur mit 4 bis 5 Beratern und noch Innendienst und sonst noch Support. Haben wir dort und dort arbeite ich als Versicherungsberater hauptsächlich. Genau. Ich habe dort ein Team, das ich auch leiten darf, wo ich zusammenarbeiten darf. Und wir machen im Prinzip eigentlich das Gleiche wie du, sozusagen. Einfach, dass wir den Brand Mobiliar haben. Also genau. Wir vertreiben nur Mobiliarprodukte. Super. Was ist jetzt zu behaupten? Was ist so, hast du jetzt eher Privatkunden oder hast du nur Firmenkunden? Oder ist das ein bisschen gemischt? Oder wie würdest du das prozentual aufteilen?
Wir haben durchs Band wirklich A bis Z, also wir haben alle. Aber ich, ich selber muss sagen, habe, er hat jetzt gesagt, gute zwei Drittel bis sogar drei Viertel Privatkunden. Mhm. Und dann habe ich in meinem Bestand, also Bestandespflege, die ich mache, und auch sonst allgemein Kunden und Leute, die mich auch weiterempfehlen, auch Firmen natürlich. Das geht von Einzelfirma, GmbH bis zur Aktiengesellschaft. Okay. Auch grössere Unternehmen habe ich im Bestand, wo ich tue, beraten und begleiten in Sachen Partnerschaft, alles was mit Versicherungen zu tun hat und auch Vorsorge. So wie ich es aufteile, ja. Okay, spannend. Eben, wer deine Kundschaft ist, hast du es gerade gesagt, eben, das ist Privatkundschaft wie auch Firmenkunden. Und jetzt mal eine Zwischenfrage, was hast du lieber, private oder Firmenkunden? Also wir sagen jetzt kein Nein, aber wenn ich es kann sagen, dort kriegst du es durch. Wenn ich mich jetzt wirklich muss entscheiden, wirklich muss entscheiden, fällt es mir schwer. Ich muss aber zwischen Ja und Nein, respektive zwischen Firma und Privatkunden. Schwierig, aber ich sage, ich habe sicher mehr mit Privatkunden zu tun. Und das ist schon das, wo man dann auch mal eine Familie sieht, auch mal ein bisschen eine Entwicklung, auch von Jahren weg mit Kindern. Natürlich Kinder oder auch Plan, Umzug, Eigenheim und so weiter. Thema Vorsorge, wo sehr spannend ist, wo man auch eben begleitet und sieht, was sich so entwickelt. Also ich habe es gerne mit Privatkunden zu tun, ja. Aber gerne nicht falsch verstehen, auch Firmen tue ich sehr gerne beraten und begleiten. Und ich sage nicht nein, das sage ich auch nicht. Zu mir, ich habe jetzt auch, bei mir ist es fast noch ein bisschen, ich würde sagen, von den 750 Kunden, die ich im Bestand habe, sind davon etwa 90 sind Firmen, der Rest sind Privatkunden. Oder? Das ist, die Aufteilung habe ich auch, also von dem her. Ist auch so. Muss jeder für sich entscheiden, zu welchem Büro oder Broker es dann geht. Oder? Warum Versicherungsberater? Du kommst ja nicht aus dieser Branche, so wie ich ja auch nicht, aber warum hast du gesagt, doch, der Job ist es? Also ich muss sagen, ich habe die Lehre, habe ich schon gemacht auf der Versicherung. Ah, du hast die Lehre gemacht? Ja, die Lehre habe ich auf der Versicherung gemacht. Hat dann aber nach eineinhalb, zwei Jahren, ist es gewesen, habe ich dann geswitcht auf die Hotellerie, also das KV habe ich gemacht, auf der Versicherung und in der Hotellerie, also Gastronomie, sagen wir jetzt konkret, das war eine Rezeption, wo ich dürfen, auch mit den Sprachen und auch mit mehr Kundenkontakt. Es ist halt in der Versicherung mehr so, dass man im Background vielleicht schafft als Lehrling und nicht so viel Kundenkontakt hatte. Und das ist mir doch ein bisschen gelegen und habe ich auch Lust gehabt, auch die Sprachen und so. Ich bin ein bisschen mehrsprachig unterwegs. Hat mir das recht gefallen. Habe das KV gemacht und eben zuletzt im Hotel an der Rezeption. Und dann habe ich nach dem KV eigentlich meinen KV-Abschluss gehabt, die Lehre fertig. Schon Großteil eben Versicherung, habe gefunden, ich wollte nicht auf der Versicherung bleiben oder wieder irgendwie zurück auf die Versicherung, sondern habe dann gefunden, vielleicht nochmal eine andere Lehre, nochmal etwas Neues lernen, nochmal etwas gesehen. Und das ist einfach mehr so gewesen, dass ich nebenbei in der Gastronomie auch geschafft habe während der Lehre, um ein bisschen auch noch ein bisschen Geld verdienen. Genau, man hat schnell ein Auto haben oder etwas. Also wir müssen auch ein bisschen arbeiten, habe ich auch gemacht. Und dort, wo ich nebenbei geschafft habe, hat man mir dann angeboten, du nach der Lehre musst dann keinen Job suchen, du bleibst dann da. Wir können dir sicher da etwas kaufmännisch etwas machen. Und so hat es sich halt ergeben, dass ich dann in die Gastronomie geswitcht bin. Und habe ich dich kennengelernt. Also du hast in Basel, im Hotel Basel, hast du geschafft, wo wir das erste Mal zusammen einen Kundentermin hatten. Oder ist es sogar noch Mövenpick gewesen? Müsste ich fast. Nein, es war Hotel Basel gewesen. Sogar? Erinnern. Okay. Ich habe sogar einmal schon mal dort vorbeigekommen. Ja. Also du hast jetzt gerade erwähnt, in dem Fall sind die zwei Betriebe gewesen. Einmal Mövenpick Restaurant und dann noch Hotel Basel, wo auch zwei Restaurants hat. Bankett, Caterings, aber auch noch ein Hotel, wo mich noch mehr haben können entfalten. Und das sind die zwei Betriebe, die ich geschafft habe. Das sind 12 Jahre rum. Also 12 Jahre habe ich dort geschafft und gewirkt und wirklich Montag bis Sonntag. Und irgendwann hat es sich ergeben, dass jemand anders, auch also ein Stammgast ist dann einmal gekommen und hat noch gefragt, du, was ist, willst du nicht in die Versicherungswelt? Und er hat gar nicht gewusst, dass ich schon mal ein bisschen mit Versicherungen zu tun hatte und auch die kenne. Yeah. Und daraus ist es entstanden, dass ich mich dann bei einer Versicherung durfte vorstellen. Yeah. Und das ist dann auch gerade geworden und hat dann wieder im 2017 hast du gestartet, back to the roots sozusagen. Richtig, jawohl. Der Grund, wieso du effektiv angefangen hast, bei der Versicherungsbranche, oder respektive in den Außendienst zu gehen, was war der Grund? War es jetzt schnelle Geld? War es Nein, gar der nicht. Kundenkontakt? Gar ist nicht. Es Aufstiegsmöglichkeit? Was,
Was hat dich fasziniert? Weil es ist ja nicht ein einfacher Job, den wir ausüben. Es ist ja schon, sage jetzt mal, die Leute aus der Branche werden mir vielleicht das auch so unterschreiben, dass es ein Knochenjob ist. Ist so. Das merkt man dann so mit der Zeit, merkt man, es ist schon nicht gerade so einfach, wie es vielleicht aussieht. Oder am Anfang ist es vielleicht einfach. Man kommt als Quersteiger rein, jetzt in meinem Fall. Und man hat natürlich ein bisschen Zeit, man kann ein bisschen lernen, man kann ein bisschen schauen, man kann sich ein bisschen antasten und dann mit der Zeit merken, oh, man muss da schon recht etwas machen dafür. Bei mir ist es noch etwas speziell. Ich habe mich nicht entschieden für die Versicherungsbranche, weil ich das irgendwie analysiert habe. Also es ist mehr so ein bisschen per Zufall passiert. Und es ist nicht so, dass ich unbedingt habe, in den Aussendienst gehen wollte. Es hat sich mehr ergeben. Halt. Ja. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, das ist der Grund, wieso ich das wollte. Sondern du hast jetzt einfach 12 Jahre in diesem Gastrobetrieb geschafft, ja, oder in dieser Branche. Und hast einfach gesagt, so, jetzt ist der Zeitpunkt da, glaub, für etwas Neues. Richtig, einfach ein Tapetenwechsel, ein bisschen etwas anderes machen. Versicherung, jawohl, habe ich ja schon mal gehabt, Lehre, warum nicht, komm, ich probiere es. Es war mehr das. Mhm. Ja. Was ist aus deiner Sicht die grösste Herausforderung in unserer Branche? Was denkst du jetzt, wenn du so schaust, in deinem Bereich oder jetzt im Versicherungsaußendienst von einer Versicherungsgesellschaft oder allgemein in der Versicherungsbranche? Es ist ein harter Brocken. Also es ist eine Versicherung, über die Versicherung rede ich, glaube ich, kenne niemanden, der irgendwie am Stammtisch oder einfach in der Freizeit findet, komm, ist denn toll, so wie man jetzt vielleicht über Fußball oder sonst über was geschehen ist in der Welt passiert. Versicherung ist spannend, interessant, wenn man sicher mal, wenn man ein bisschen rauskommt auch, wenn man ein bisschen weiss, hey, wie spielt das Zeug alles zusammen, was gibt es überhaupt alles für Lösungen, also einmal sicher die ganze Produktpalette zu kennen, was gibt es überhaupt alles, was brauche ich, was brauche ich nicht, was ist obligatorisch, was ist freiwillig. Und wenn man da einfach jemanden hat, der seriös ist, wo wirklich, es ist eben schade, dass es viele Leute hat, die wirklich einfach nur irgendwelche Versicherungen anbieten, die gar nicht abgestimmt sind auf den Bedarf unserer Kunden. Kann man also auch auf Deutsch sagen, ja, so richtig wir hart. Wir reden hier ja im Podcast wirklich. Ja, ich rede nie schlecht über jemand anderes, gar nicht. Wir haben die Leute von unserer Branche, die halt einfach wirklich eher für sein Portemonnaie arbeiten, anstatt für den Vorteil des Kunden. Gibt es immer noch viel. Es ist, ich sage jetzt mal, in den letzten Jahren hat man so ein bisschen angefangen aufräumen, aber es ist halt immer noch um. Man kriegt es nie weg, würde ich jetzt sogar behaupten. Aber was ist denn so der Hauptgrund, wo du sagst, hey doch, das ist das Schwierigste in unserer Branche, eine Herausforderung? Oder was meinst du? Ich glaube, so für die meisten ist sicher die Schwierigkeit da, sag mal, ziemlich gleich oder schnell die Seriosität von diesem Thema überzubringen. Vertrauen aufbauen im Sinne von, hey, look, ich will dir wirklich helfen, ich will dir etwas zeigen. Das sind Lösungen, die wir haben. Das sind Sachen, die kombiniert werden, also zusammen die ganzen Versicherungen. Was brauchst du? Was ist so die Bedarf? Was ist so das Risiko, das passieren kann? Auch gewisse Sachen erzählen, oder, die man vielleicht gar nicht erlebt hat. Aber wirklich einmal auch passieren. Ja. Und wenn es dann eben passiert, ist es noch wichtig zu wissen, dass man weiss, aha, man hat können irgendwie vorzeitig etwas machen dafür. Genau. Und das ist sehr wichtig und auch sehr spannend jetzt für mich, wenn du jetzt mich fragst, dass ich das eben auch lernen durfte. Wo mir auch nicht bewusst war als Laie, als Kunde. Jetzt dort, wo ich zu dir gegangen bin, das ist mir alles nicht bewusst gewesen. Heute bin ich eben froh, dass wir damals gewisse Sachen umgesetzt haben, weil ich jetzt einfach, wenn ich zurückschaue und der Termin nicht stattgefunden hätte und nie etwas mit dem zu tun hätte, dann wäre ich heute nie in Anführungs- und Schlusszeichen. Richtig. Und weil ich dort damals doch jemanden hatte, wo ich gesagt habe, doch, dem kann ich vertrauen, weil kennt den und den oder ist über den gekommen und doch, ich gebe jetzt auch Preis, was ich gerne wünsche, meine Ziele, meine Erwartungen. Und du für mich auch etwas umgesetzt hast und eine tolle Lösung präsentiert hast, muss ich sagen, hey, der Hammer. Heute weiss ich, was ich habe, heute weiss ich, was könnte ich noch sonst optimieren. Und jetzt hast du das Fachwissen selber, weil du aus dieser Branche bist. Oder? Das ist schon interessant. Und bestätigt mir auch, danke, was du mir damals angeboten hast. Also du hast, muss ich ehrlich sein, jetzt wirklich ehrlich, du hast nicht auf deine Tasche geschaut, sondern hast wirklich gesagt, jawohl, ich mache jetzt etwas, was für den Nicola stimmt. Dankeschön. Und da, also, an dieser Stelle, ja. Ist so. Danke vielmals. Das mache ich gerne, höre ich gerne, weil bestätigt auch, dass eben, wenn du langfristig eine Kundenbeziehung probierst aufzubauen, dass du
halt das auch zurückbekommst. Und ich meine, jetzt sind wir, keine Ahnung, 15 Jahre, 14 Jahre später, nachdem was man das einmal umgesetzt hat, und du sagst mir jetzt Dankeschön für das, obwohl du jetzt selber Ja. auf der Versicherungsbranche schaffst, selber die Ja. Möglichkeit hast, um etwas zu rechnen, das tut mich natürlich auch mit Ja. Stolz erfüllen. Darf Also auch. viel, Darf viel auch. Das Dank. ist ein Feedback, ein positives, das auch stimmt, wo der Wahrheit entspricht. Und das ist auch schön. Ist auch schön, wenn mal Kunden auch Dankeschön sagen. Ja, Wie im natürlich, da Restaurant. gehört das andere Im auch. Restaurant habe ich das oft gehabt, dass wenn ich etwas gut gemacht habe, oder auch immer, hat man auch Dankeschön gesagt. Und, man ist, und bei der Versicherung amigs geht das ein bisschen Wie unter. geht's unter, Es ist so ein ja. bisschen, ja, ist mein Job, ich habe es jetzt gemacht. Keiner sagt, ah, Dankeschön, dass du mir jetzt die Reiseversicherung so hast können anbieten und die Lösung abschließen. Also, ja. Super. Was würdest du sagen, was war das schönste Erlebnis gewesen? Kurz und bündig, hä? Sonst wird das Video da 2 Stunden lang. Oh, schönstes Erlebnis. Also seit Arbeitgeber, Ja, also also einfach zusammen mit Firma, dem Job, mit meinem zusammen mit Job. dem Job, egal was, ob es mit einem Kundenerlebnis ist, mit einem Chef oder in einer Ausbildung, einfach im Zusammenhang mit der Versicherungsbranche. Ich kann im Fall nicht einmal so gerade das schönste Erlebnis sagen. Es sind mehrere. Es sind einfach immer wieder die Bestätigungen. Es sind wirklich mehrere Bestätigungen von Kunden, die sich einfach irgendwann dann wirklich bedanken und sagen, hey, merci, ich fühle mich einfach sicher bei dir. Ich weiß, du hast mir jetzt etwas angeboten, das für mich stimmt. Das sind für mich die schönen Erlebnisse, die ich wirklich oft auch habe, muss ich sagen. Das ist ganz schön und das ist, glaube ich, auch das, wo die, die nicht aus der Branche sind, und wir haben ja auf unseren Videos immer wieder mal lustige Kommentare, so ein bisschen, Leute, die einfach das Gefühl haben, ja, jeder Versicherungsberater ist ein Gauner, ist das natürlich halt auch wunderschön, dass man einfach einmal ein Dankeschön oder eine Bestätigung bekommt, hey, das, was ich abgeschlossen habe für dich, der Kunde ist happy, der Kunde ist dankbar, hat vielleicht schon mal eben einen Schadenfall dann drauf herab gehabt und es ist deckt gewesen. Ob es jetzt ein Einverrenten ist oder ob es jetzt eine Reiseversicherung oder eine Kollisionskasko ist bei einer Autoversicherung. Und ich glaube, das ist viel, viel Selbstbehalt, mehr so wert Geschichten. als der grosse Abschluss, wo du etwas verdienen tust, oder? Ja, top. Vielen Klar ist Dank. es so, dass pro Versicherung, die man macht, hat man natürlich irgendwo einen Verwaltungskostenanteil in der Prämie drin, der dann schlussendlich auch unseren Lohn. Aber das ist ja überall so, wenn ich irgendwo nicht mehr etwas Es gibt einkaufen keine 42 Stunden in der Woche arbeiten und hat nachher keinen Lohn. kann. Vergiss Ja. es. Das ist aus dem Verkauf von Aus dem dieser Verkauf raus, ja. Dienstleistung oder von einem Produkt, wo dann natürlich auch ein Stück weit etwas Genau. beim Verkäufer bleibt. Ja. Super. Jetzt gehen wir ein bisschen in das Thema Business Talk rein. Was würdest du den Leuten raten oder was für Tipps würdest du denen geben, die vielleicht eben auch leistungsbasierend arbeiten? Also so wie wir zwei, die ja quasi entlohnt werden anhand von unserer Tätigkeit respektive unserer Leistung. Ja. Was ist so ein bisschen das, was du sagst, das macht jemanden erfolgreich? Erfolgreich ist in der Versicherungsbranche ein Aussendienstmitarbeiter, meinst du? Also einer, der wirklich Basierend schafft leistungsorientiert. oder auch ein anderer, der sich überlegt, selbstständig zu machen. Der tut ja dann auch in die Ja, du Richtung. sagst es eigentlich gerade, einer, der sich selbstständig macht, oder ich sage jetzt auch mal, sich anstellen lässt bei einer Versicherung. Als eine Art selbstständiger Unternehmer im Unternehmen. Als Außendienstmitarbeiter ist ja so, dass man ja wirklich muss, die Arbeit suchen und machen und produzieren Genau, du und bist selbstverantwortlich dafür. genau, den Bestand pflegen, Versicherungsverträge anschauen, optimieren, je nachdem ausbauen. Das ist ja so. Und du sagst ja selbst und ständig. Also jemand, der leistungsbasierend entlohnt wird, der muss das ein bisschen leben, also selbst und ständig. Das ist halt schon so. Also das heißt, in anderen Worten, Kontinuität ist für dich, würdest du sagen, ist wichtig. Dass man einfach immer dran ist und dass man einfach immer probiert, Ja. die neuen Kunden zu gewinnen und am Ball bleibt. Einfach Absolut. Neue Kunden zu Disziplin gewinnen. an Also, den Tag legt, was das mit anbelangt. bestehenden Kunden, die Kunden pflegen, für die Kunden da sein, nicht jetzt einfach nur für eine neue Versicherung abzuschließen oder so, wenn man es so will sagen, sondern auch begleiten. Also, Begleiten, ja. man hat meine Nummer, man kann mir schreiben, ich bin für dich da, auch im Schadenfall, bei Problemen, wenn sonst irgendetwas einmal nicht gerade läuft, wenn dir eine Rechnung fehlt, wenn du eine Policy-Kopie brauchst, wieder einmal hinterfragen willst, ist das immer noch das Richtige, was ich vor 3 Jahren gemacht habe, weil nichts ist ja so beständig wie die Veränderung. Wir haben es vor 3 Jahren mal angeschaut, wer sagt, dass nach 3 Jahren immer noch alles gleich ist. Das ist das, was Die ich Welt immer wieder bewegt sich. mal sage, meinen Kunden in meinen Videos. Ja. Sage ich, hey, kontrolliert euer Versicherungsportfolio alle bis 3 bis maximal Ja. 5 Jahre. Ja. Einfach mal kurz wieder mit jemandem zusammenmachen und schauen, ist das noch gut gelöst, so wie ich es gemacht habe. Genau.
Das würdest du auch so empfehlen? Unbedingt. Also fassen wir zusammen, es ist Kontinuität, immer dranbleiben, ein bisschen Disziplin an den Tag legen und halt auch den Kundenservice wirklich können bieten und nicht einfach sagen, wenn es Telefon schaut, oh, Leute, schade, halt Lena. Ja. Genau. Nein, für den Kunden da sein. Für den Kunden da sein. Wenn er uns braucht. Das ist das Wichtigste. Er empfiehlt uns dann natürlich auch weiter, ja, wenn wir einen guten Job machen. Wenn er happy ist, dann bleibt er bei dir und erzählt das seinen Leuten. Eben, und das Selbstständige, respektive, was auch noch Gefahr ist im Aussendienst, je nachdem die Flexibilität, ist ja auch so etwas, wenn man flexibel ist im Aussendienst, ich kann heute mal arbeiten, ich muss nicht, oder ich mache mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, das ist eine Gefahr. Ja, natürlich. Also wenn man mit dem nicht kann umgehen kann, wird es schwierig in diesem Beruf. Ja. Das ist noch lustig, bei mir ist es so, dass ich meistens, wenn ich mal sage, okay, jetzt habe ich alles erledigt, also ich habe vielleicht mein Video aufgenommen, die ich machen wollte, ich habe meine Kundentermine, die ich abgemacht habe, ich habe meine Mails bearbeitet, ich habe meine Telefon gemacht, ja. Ich habe geschaut, nochmal schnell, sind meine offenen Fälle alles am Arbeiten, läuft alles. Und ich habe einfach jetzt einen Moment lang nichts zu tun und es ist vielleicht 3 am Nachmittag. Ich tue mich so schwer, dann sagen, weißt du was, okay, ich habe alles erledigt. Ich habe ja das Nadel dabei und ich habe meinen Laptop dabei. Ja. Komm, ich gehe heim. Ja. Ich habe immer so ein schlechtes Gewissen dann. Und dann sage ich, okay, komm, was könntest du noch machen? Ja, vielleicht machst du einen neuen Flyer, den du in 3 Tagen posten kannst. Vielleicht das Thema Krankenkasse, Rechtsschutz, Reiseversicherung, Vorsorge, was auch immer. Und das ist so ein bisschen der innere Hunger zu haben, das so sehr gut zu mir, der innere Hunger zu haben, komm, ich mache jetzt noch etwas mehr. Einfach mehr. Nein, der Podcast hier, weißt du, wie viel das mich schon ein bisschen belächelt haben, oder auch die Videos allgemein, die ich mir machen tue. Ja. Leute aus der Branche, wo man halt kennt, also ja. Branchenfreunde, Branchenkollegen, und sagen, ja Gott, verdammt, wie viele Videos willst du eigentlich noch machen? Und ich sage, immer eins mehr. Immer eins mehr. Ist es nicht so dranbleiben, auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Richtig. Sonst geht man mit der Zeit. Es ist darum gegangen, eben, dass man immer dranbleibt. Im Sinne von, wenn jetzt nichts mehr zu tun hast. Das Beispiel, ja. Jetzt Hand aufs Herz. Man hat immer etwas zu tun. Man könnte immer etwas machen. Man kann ständig irgendetwas machen. Auch daheim, man hat jetzt irgendwie wie Aufgrundwäsche gemacht, alles gemacht. Was könnte man machen? Man kann ja auch mal eine Schublade mal komplett leeren und einfach mal einen Grund, oder? Es gibt immer etwas zu tun. Also im Büro, wie gesagt, da kannst du immer etwas tun. Immer, immer. Also ich muss zu mir sagen, wenn du jetzt mich würdest fragen, ich habe immer etwas zu tun. Bei mir ist nie eine tote Hose oder am 3 am Nachmittag, ich weiß gerade nicht mehr, was machen. Also es ist immer irgendetwas. Und das ist noch das Schöne, ist aber natürlich auch nicht so schön, wenn dann am 8. schon angefangen hast und das ist jetzt 8. zu oben und du hast immer noch zu tun. Hast du dann keinen Abarbeiten? Dann ist, habe ich halt auch, gell? Amix ist auch Samstag, wo du sagst, komm, jetzt mache ich halt am Samstag noch etwas dafür, den Sonntag, eine Pause. Es ist wichtig, dass man das unter Kontrolle hat, absolut. Was denkst du, jetzt gehen wir in eine versicherungstechnische Frage, Thema Altersvorsorge. Was denkst du, wann sollte man anfangen und warum? Was ich gedacht habe, ist, was Alters... Du denkst, hast du? Ja. Was die meisten denken, ist schon Altersvorsorge. Jojo. Schauen wir dann. Aber das Wort Vorsorge heisst ja Vorsorgen. Ja. Und ich bin auch dank dir in das Thema sehr früh reingerutscht und habe auch sehr früh schon damit angefangen. Mit wenig und habe dann aufbauend natürlich immer ein bisschen mehr geschaut. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man so früh wie möglich, also da rede ich sogar wirklich schon mit 18, 19, gerade nach der Lehre, wenn man ein bisschen den Sprung macht vom Lehrlingslohn zu einem normalen Angestelltenlohn, dass man dort unbedingt schon irgendetwas Kleines mindestens macht. Es kommt nicht darauf an, wie viel dass man nicht zahlt, sondern ab wann. Starten. Der Start. Drei Buchstaben. Ja. Fängt an. Das sage ich immer meinen Kunden. Fangen so viel wie möglich an mit dieser Altersvorsorge. Ihr könnt mit 150, 100 Franken, was auch immer, pro Monat starten, wenn es budgettechnisch nicht mehr drin liegt. Und dann vielleicht in 2 oder 3 Jahren eure Altersvorsorge erhöhen. Oder eine zweite machen. Man muss auch keine Angst haben, dass wenn es mal eben nicht würde gehen, dass ich 200 Franken im Monat nicht kann, irgendwie auf die Seite tun für meine Altersvorsorge. Es ist nicht nur die Vorsorge sparen, sondern es ist ja auch noch die ganze Absicherung als Paket hinter drauf. Dass man das einmal macht und das ist ja, du bist ja der Partner. Du bist ja der Versicherungsberater, der ja nebendran das anschaut. Das ist eine Ist-Situation, die man jetzt anschaut und umsetzt. Mit der Zeit kann ja sein, dass in ein paar Jahren sich etwas entwickelt. Kann man mehr auf die Seite tun, kann man weniger auf die Seite tun. Ja.
Es soll ja eine Art eine wandelbare Sparversicherung sein. Also, das ist noch wichtig, dass man sagt, hey, nicht, etwas, was man gemacht hat, ist nicht in Stein gemeißelt. Man kann ja das immer wieder ein bisschen anschauen. Wie du auch vorher gesagt hast, alle 3-5 Jahre wieder mal zusammensitzen, was kann man noch mal ein bisschen optimieren, justieren. Früher haben wir ja die Produkte gehabt, um das Thema jetzt abschließen. Früher, vor 20, 30 Jahren, hat es Produkte gegeben, die hast du nicht können ändern. Mhm. Wenn ich jetzt heute schaue, was man, wie viele Möglichkeiten man heute hat, um zu sagen, Prämiepause erhöhen, reduzieren, Flexibilität, ausschließen und. Also, ich meine, die Möglichkeiten bestehen. Aber das ist absolut. Produkte sind auch mitgegangen mit der Zeit. Was denkst du, was ist, das nimmt mich ins Wunder, was jetzt ein Versicherungsberater sagen würde, was ist der grösste oder was würdest du sagen, ist so der Hauptunterschied zwischen einem Versicherungsberater von der Mobiliar oder jetzt von einer Axe oder Zürich oder wo auch immer und mit mir, mit einem Broker? Was würdest du sagen? Ich denke jetzt einmal, du sprichst an eben den gebundenen Vermittler, der nur für eine Gesellschaft schafft. Die aus der Branche sind. Ja. Und für dich als Broker, der mit allen Gesellschaften zusammenarbeitet. Gut, Win-Win-Situation. Es ist ein Vorteil für den Kunden, ob er jetzt direkt zum Unternehmen kommt und dann alles von diesem Unternehmen halt, hat. Aber es ist auch natürlich ein Vorteil, wenn er zu dir gehen kann, als Broker, der dann mit allen Unternehmen irgendwie schaut, welche Lösung passt bei welchem Unternehmen hin und der als direkten Ansprechpartner hat. Vorteil, Nachteil, ist schwierig zu sagen, weil es ist so individuell. Es ist schwierig. Ich weiss, die Frage ist wirklich schwierig. Ich will jetzt da nicht ins Glatteis rausbringen. Ich weiss, wie es war, wo ich auf der Branche geschafft habe. Also, wo ich als, ich arbeite immer auf der Branche, aber ich meine, als Versicherungsberater bei der Basler Versicherung geschafft. Und wenn es heisst, ja, wieso soll ich das bei dir machen, wenn ich nicht auch beim anderen könnte, der Broker ist, der alles anbieten kann, dort vielleicht der Hausrat dort, der Auto da, dass es nicht mehr anders machen kann. Was hast du da, was habe ich da können sagen? Nichts. Ich habe nichts können sagen. Also weißt du, auf der einen Seite, Gesellschaften arbeiten sehr gerne mit einem Broker zusammen, aber der Berater im Aussendienst von der Versicherung hat je nachdem schnell einmal Erklärungsnot, um zu sagen, Es ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Ich habe schon Kunden gehabt, die sind bei einem Broker gesehen und auch ein Stück weit unzufrieden, weil der Broker vielleicht auch nicht gerade alle Details genau weiß von jeder Gesellschaft. Da muss ich auch ehrlich sein und sagen, ich habe schon Kunden, die dann zu mir gekommen sind und gesagt, weißt du was, mir ist es gleich, ob ich jetzt A, B, C und D Lösung überall verteilt habe beim Broker oder ob ich alle die Lösungen jetzt bei mir hat, über das Mobiliar und mit Kombi-Rabatt und etc., die ganzen Päckchen, die es gibt und man vermeidet Doppelversicherungen, weil alles einfach in alle Details genau weiss von jeder Gesellschaft. Da muss ich auch ehrlich sein und sagen, ich habe schon Kunden, die dann zu mir gekommen sind und gesagt, weißt du was, mir ist es gleich, ob ich jetzt A, B, C und D Lösung überall verteilt habe, beim Broker oder ob ich alle die Lösungen jetzt bei mir hat, über das Mobiliar und mit Kombi-Rabatt und etc., die ganzen Päckchen, die es gibt und man vermeidet Doppelversicherungen, weil alles einfach im gleichen Unternehmen ist, hat auch seinen Vorteil. Richtig. Und am Schluss, ob er jetzt vielleicht ein bisschen mehr zahlt oder ein bisschen weniger zahlt, ist immer noch, sage ich, das Wichtigste ist immer noch der Partner. Der Ansprechpartner ist genau. So. Egal, ob jetzt das ist so. Wir haben im Hintergrund haben wir ja ganz viele Versicherungen abgebildet. Ob es jetzt Helvetia, Basel, Zürich, AXA, Allianz, Generali, wie sie alle heissen, es kommt und steht, also es steht unbedingt. Halt mit dem Ansprechpartner. Ja. Und ich glaube, jetzt das, was du noch gesagt hast, auch zum Wiederabschließen, wir müssen das ein bisschen kürzen, wir reden gerne noch viel. Ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, von wegen das Fachwissen, ich glaube, das ist wirklich auch ein Punkt, weil, da bin ich ja ganz ehrlich, der Berater, der nur eine Gesellschaft hat, der bei einer Versicherung arbeitet, der muss einmal ein Alphabet durchlesen. Ja. Er muss einmal seine Spezialpunkte kennen. Ja. Der Broker probiert, so gut es geht, natürlich bei jeder Versicherung das zu wissen. Und dass das nicht geht, dass du überall 100% alles weißt, kannst du vergessen. Das sage ich auch hier ganz offen und ehrlich. Ich weiß auch nicht alles. Was ich aber weiss, ist, wo hole ich die Antwort her? Das ist das, du kannst jederzeit dich melden, alles was Mobiliar ist. Du meldest dich auch immer bei mir, wenn jetzt mal etwas ist, wo du sagst, du bist jetzt nicht mehr ganz sicher, weil jede Gesellschaft macht es anders. Richtig. In der AVB sind so viele Sachen auch noch irgendwie ausgeschlossen zum Teil sind Sachen auch versichert, wo du nicht weißt, das kannst du nicht wissen. Also ich selber von zwei Gesellschaften, die ich bis jetzt kenne,
muss ich sagen, Gottfeier, eine Hausratversicherung. Da ist im Fall nicht die gleiche Hausratversicherung wie hier. Ja, klar. Seine Vor- und Nachteile, die das hat. Und deswegen ist wichtig, dass wir die Partnerschaft haben mit den Kunden, wo man sagt, hey, lieber Kunde, was ist dir wichtig? Was willst du haben? Genau. Ob es jetzt am Schluss, ich nehme jetzt einfach eine Hausratversicherung, 450 Franken kostet oder 480 Franken im Jahr. Hand aufs Herz, die 30 Franken im Jahr. Der Unterschied. Aber dafür wissen, hey, das ist aber genau mein Produkt. Es gibt viele Kunden, mache ich wirklich die Erfahrung, die sagen, ich zahle gerne sogar ein bisschen mehr, aber ich weiss, das ist das, was ich brauche. Aber da sind wir auch wieder bei Bedarfsermittlung etc. Das ist ja wichtig, dass du dem Kunden mal sagst, weil wir als Berater wissen nicht, was der Kunde braucht. Der Kunde muss uns sagen, was er braucht und was ihm wichtig ist, oder? Dass wir so auf den Kunden können. Also ich hatte gerade noch ein konkretes Beispiel. Gerade kürzlich ist jemand gekommen, ja, die Autoversicherung ist zu teuer zu mir bei der Mobiliar. Und dann habe ich ihn aber darauf hingewiesen. Aber gell, du weißt, du kriegst alle zwei Jahre, weil die Mobiliar ja eine Genossenschaft ist, tun wir Prämien reduzieren, alle zwei Jahre. Also respektive eigentlich jedes Jahr. Aber alle zwei Jahre sind bestimmte Branchen, Reiseversicherung, Hausrat, Rechtsschutz. Und dann haben wir alles, was Fahrzeuge ist, Betriebs- und andere Versicherungen. Wir teilen das ein bisschen immer aufteilen. Es gibt jedes Jahr den Gewinn, den die Genossenschaft Schweizerische Immobiliar macht, geben wir nicht als Dividendenausschüttungen an unsere Aktionäre, sondern das geht zurück zu unseren Kunden. Zum Teil haben wir auch eine Haushaltsversicherung, die alle zwei Jahre jetzt seit, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, seit über 20 Jahren, alle zwei Jahre gibt es da 20% Rückerstattung. Ja, das ist doch top. Und jetzt schaut jemand eine Police an und sagt, ja, aber das Mobiliar ist 30 Franken teurer. Ja, gut, aber eben muss eben die Rückerstattung. Das sind Sachen, wo man vielleicht, der Kunde sieht das nicht, der Broker hat das vielleicht auch nicht gerade auf dem Schirm. Wie soll er auch mit 30 Gesellschaften? Alle sind ein bisschen anders. 70. Und dann sage ich, dann gehe ich nochmal ganz kurz zurück zu dem Vorteil. Also wenn ich dann der Berater bin bei dem Mobiliar und ich kann das zeigen. Hast du halt ein paar Argumente mehr, je nachdem. Genau. Das ist top. Super. Warum hast du dich nicht selbstständig gemacht, wenn wir ein bisschen im Thema Business Talk sind? Ich gebe dir jetzt eine Minute Antwortzeit. Also ich bin ja selbstständig. Also richtig. Nicht so auf Papier. Ich bin angestellt gewesen, dann bin ich auch schon, ich bin ja schon selbstständig gewesen. Mhm. Ich durfte eine Agentur führen, Franchising sozusagen, von der AXA. Dort bin ich 2,5 Jahre selbstständig gewesen. Jetzt bin ich wieder angestellt, und zwar bei der Mobiliar. Und zwischen Selbstständigkeit und Anstellungsverhältnis würde ich jetzt sagen, in dem, was ich mache, mein Beruf, ja, mein Arbeitsalltag, ändert sich nicht. So. Muss ja, ich ehrlich sein? Branche ist vor allem, ja. Ob jetzt lohntechnisch da, ob ich noch Treuhand muss schauen muss, ob ich noch sonst vom Unternehmen her noch x Sachen muss erledigen als Selbstständiger, ja, oder als Angestellter halt viele Sachen nicht muss anschauen muss, weil mir für das halt, ich habe ein Angestelltenverhältnis, wo ich nicht noch muss das HR und die ganzen Finanzen, steuertechnische Aspekte anschauen. Muss ich sagen, okay, ich habe dort ein bisschen weniger, dafür darf ich ein bisschen mehr bei den Kunden sein und noch mehr beraten und noch mehr in der Praxis, mhm, unterwegs sein. Also für mich ändert sich nichts, ob ich jetzt selbstständig bin oder angestellt. Okay. Das ist das Gleiche. Jetzt bringe ich noch eine Bonusfrage, die habe ich nicht auf dem Kärtchen gehabt, der vorher gesagt hat, das sind meine Fragen. Was denkst du, jetzt machen wir extra eine ketzerische Frage. Hm? Unbedingt. Was denkst du, muss ein erfolgreicher Kundenberater auf der Versicherung verdienen? Wenn er fleissig ist und wirklich Gas gibt und auch richtig schafft, richtig schafft, ja, dann hat er schon seine 8.000-9.000 Franken im Monat bis zu, also ich nenne eine Range. 8 bis 9 ist so, sag jetzt mal, der Durchschnitt, würde ich jetzt behaupten. So. Ja, 8-9 ist der Durchschnitt, aber auch gut möglich, über 10 zu kommen. Also ich habe jetzt gedacht, du kommst jetzt hier mit einer Zahl, die viel höher ist. Also für mich ist ein erfolgreicher Kundenberater 10 plus. Also 10'000 Franken Monatslohn plus. Gut, wenn ich glaube ganz kurz so am Rande erwähnt, zwischen 8 und 6, wenn man so schafft, also wirklich am Morgen aufsteht und schafft und so oben auch seine freie, freie oben genießt, ja, und vielleicht noch Samstag, Sonntag auch nichts macht und seine 5 volle Wochen pro Jahr Ferien nimmt und sonst nichts macht, also wirklich, ja, nur so, ein 8,5 Stunden Job, dann sind wir so bei 8'000 bis ein bisschen über 10.
Wenn du natürlich mehr machst. Das ist eine Zwischengrätsche. Würdest du das sagen, was dein bestes Jahr war auf der Versicherung? Ich sage es aber dafür auch. Beste Jahr im Sinn von Verdienst. Würdest du es offenlegen oder nicht? Das ist eine persönliche Frage. Es ist ein Business Talk. Also es war ein Jahr, das ich geschafft habe, wo ich wirklich, wirklich aber, Gas gegeben habe. Es hat immer auch mit Glück zu tun, mit gewisser Kundschaft, mit gewissen Abschlüssen, die du kannst generieren. Was ist dein bestes Jahr auf der Versicherungsbranche finanziell gesehen? Aber gell, ich sag's. Ausnahme. Und muss aber auch dazu sagen, es sind gewisse Sachen auch dabei in diesem Jahr, also grössere Firmen, die wir haben versichern können. Wir wollen nicht ins Detail gehen, sondern nennen wir eine Zahl. Was war dein bestes Jahr auf der Versicherung, finanziell? 320'000. 320'000, das hat High Five verdient. Scheiße, das ist gut. Geil. Was haben wir bei dir? Bei mir war es nicht so viel. Im Anstellungsverhältnis, also ich bin nicht irgendwie Teamleiter gesehen, also ich bin der Basler gesehen, glaube 180'000, 185'000. Okay, aber gell, das ist in einem Jahr gewesen. Du holst schon einen Bonus. Ich habe dann noch, wenn du, vielleicht stellen wir noch die Frage, was ist mein schlechtestes Jahr gewesen? Kannst du auch, wenn du willst, kannst du das auch gerne sagen. Also, da sind wir in der Versicherungsbranche, ist das 100'000 gewesen. Ja, ist aber immer noch okay, hä? Ja. Super. Also wie gesagt, also mir ist das erste Jahr, wo ich selbstständig war, war natürlich noch nicht so rosig, wie es halt mal war, etc. oder wie es jetzt ist. Aber dort habe ich, weiss gar nicht, was dort für einen Lohn hatte. 70'000, 60'000. Ja, so klar. Rang. Aber eben gut, ja, dort bin ich gerade am Anfang gewesen, am Aufbau von der Firma. Und ja, nein, ich glaube, es war mehr. 70'000, 80'000. Die 7-8 im Monat, das ist normal. Das ist wirklich normal. Also der Range, ich glaube, der durchschnittliche Versicherungsberater, ich meinte, es gibt sogar Zahlen, da sind wir wirklich bei 80, 90. Wenn man jetzt ein bisschen den oberen Teil anschaut, dass jetzt ohne die schlechtesten 20% sozusagen die mal rausnimmt, dann sind wir schon bei 120. Ja, also da werden wir bei denen 10 sein. Je nachdem, was ich dir vorstellen in dieser Branche, auch vielleicht auch so ein bisschen wie angepeilt wird von den Chefen, dass du das verdienst. Ja. Was aber wirklich realistisch ist. Ja, es ist auch wichtig, dass die Leute das auch wissen. Man soll ja transparent sein. Das erklärt ja wiederum, oder? Und ich weiss genau, ich habe das dürfen mit dir auch ansprechen, weil ich weiss, wie du arbeiten tust. Ich kenne die Ewigkeiten, ich weiss, wie du arbeiten tust mit deiner Kundschaft. Und natürlich ist genau die Verdienstmöglichkeit, die wir haben, weil wir halt auf leistungsbasierend arbeiten, natürlich lockt das eben auch die Berater an, die einfach halt für sich schauen und nicht für den Kunden. Und ich glaube, wenn du wirklich erfolgreich bist und das auch verstanden hast, dass du eigentlich den Kunden langfristig begleiten, betreuen, für ihn da sein bei Fragen, bei Problemen oder auch Schadenmeldungen. Wenn du das verstanden hast, als Unternehmer, egal in unserer Branche oder nicht mehr anders, du wirst langfristig von dem Kunden nur profitieren. Ich habe Kundschaft, die kommen, durch Empfehlung von meinen Bestandeskunden. Ich habe Kunden, wo ich vor 5 Jahren unter Mandat genommen habe. Ich habe dort nichts irgendwie müssen ändern. Die habe ich heute unter Mandat genommen. Wo heute kommen und sagen, ich muss den Rechtsschutz, ich muss die Altersvorsorge, ich muss die Krankenkasse optimieren, etc. Und das nur, weil du halt wirklich 5 Jahre einen guten Job gemacht hast. Wenn etwas siehst, bist du für eine Kundschaft. Top. Wir sensibilisieren. Ja. Wir haben, das ist unser Job. Richtig. Danke für die Ehrlichkeit. Ja. Ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare vom Video wegen Mafia und alles. kommen wir zu der Schlussfrage. Ja. Wir sind schon am Schluss. Geht ein bisschen um das Thema Investment und Geld. Wo hast du dein persönlich, also auf der privaten Seite, du musst es auch nicht beantworten, wenn du willst, dein Geld investiert und was sind deine geldvermehrenden Anlagen? Das wenn sind. Erzählen. Ja. Es geht in Richtung Aktien. Fonds, Wertpapier. Also sicher auch ein Stück Immobilien. Ja. Absolut. Weil, wenn man so ein bisschen schaut, die letzten 20, 30, 40 Jahre und auch die nächsten 10, 20, es ist schon so, wenn man heute, also wenn man vor 30 Jahren ein Häuschen gekauft hätte oder hat und das heute würde veräussern, nein, das Doppelte. Ja. Wenn man jetzt irgendeine Aktien anschaut oder irgendeinen Fonds, der ein bisschen diversifiziert ist mit diversen Aktien, ja. Dann ist es ja auch so, dass wenn man jetzt 20 Jahre zurückgeht und heute geht, schauen, wo der steht, hätte ich damals 100 Franken rein, hätte ich heute 170. Yeah. Wenn ich jetzt den Franken würde einfach auf mein Sparkonto tun, wo jetzt lange Zeit 0,9%
Richtig, aus dem Franken habe ich jetzt 1.20 Franken und mit 1.20 Franken kann ich nicht mal das leisten, was ich vor 20 Jahren mit 1 Franken kaufen konnte. Also das Geld nicht einfach irgendwo noch immer parkieren und wegen der Inflation allein schon, sondern auch dort unbedingt anlegen. Das kann man so in der freien Vorsorge, man kann es in der gebundenen Vorsorge machen. In der dritten Säule, richtig. Ich mache zum Beispiel das Folgende, ich habe mein 3A ist ja ausgeschöpft, total 100%. Ja. Bankseite jetzt, wegen der Hypothek, die ich auf dem Haus. Dann habe ich ein 3B gemacht. Das meine ich, ja. Ohne viel Versicherungsdeckung, hingegen, ja. Nur eine Bremsbefreiung. Ja. Mit irgendwie 8 oder 9% Rendite. Mhm. Nicht viel, 100, 150 Franken im Monat. Plus, dass ich zusätzlich pro Monat zwischen 400 und 500 Franken noch in S&P 500 und MSCI World investiere. Mhm. Die relativ ähnliche Anlagen, aber finde ich noch spannend. Mhm. Also einmal in der, dann mal in der anderen. Was ich auch noch habe, ist Emerging Market. Das ist aber ein Fonds, den ich selber direkt kaufe, über zum Beispiel Swissquote. Wo ich jetzt auch für mich sage, das ist jetzt nicht, wo ich etwas meinen Kunden empfehle. Das ist, was sollen sie für sich entscheiden, wenn sie das machen. Ich mache das nicht für meine Kundschaft. Das ist jetzt für mich persönlich. Weil mir interessiert das Thema und ich weiß, langfristig wird es dort. Das Kapital aufbauen und willst deine paar Prozent an sich. Absolut. Man kann das selber machen und wenn man vielleicht jetzt das nicht will, sich verbrennen und so, unbedingt auch hier wieder die mehr als Versicherungspartner, der auch so Lösungen kann anbieten kann, Anlagenlösungen. Also wir machen es nicht. Also gut, wir haben mit der Zugbergfinanz irgendeine Zusammenarbeit. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht versiert in diesem Thema. Also wenn jetzt irgendjemand das wirklich ins Detail wissen und Fragen hat, gehen zum Nicola für Investment-Tipps zu haben. Ich sage aber auch immer, ich mache jetzt wieder Schleichwerbung für Finanzfabi. Vielleicht hast du den Podcast auch schon mal gesehen. Ja. Finanzfabi, absolut genialer Typ. Gehen Sie auch mal suchen, der ist im YouTube drin, TikTok, Instagram. Ich mache eine Schleichwerbung wirklich kurz für dich, lieber Fabio. Und ja, nein, ich glaube, wir haben alles besprochen, was ich drauf gehe. Hast du noch irgendwie etwas, was du hast wollen fragen wollen, mir, wo dir gerade spontan in den Sinn kommt? Oder sagst du, bist geschlucht und geredet mit deinem ersten Podcast. Nein, stimmt, das ist mein erster Podcast, relativ, also du hast mich eingeladen, mit den Fragen, wo so kommen. Es war für mich interessant gewesen, auch so mit den Kopfhörern, Mikro, das ganze Ambiente, alles sehr professionell. Okay. Also man sieht, es ist nicht dein erste Mal. Es ist für mich cool, eine coole Sache, gute Sache, auch dass unsere Leute draußen uns auch vielleicht einmal auch noch etwas anders sehen und noch näher kennenlernen und vielleicht uns auch mal die Chance geben, dass man sich kennenlernt, für alle die, die uns noch nicht kennen. Okay. Ungeniert über dich kommen. Wenn du etwas kannst über das Mobiliar brauchen, dann fragst du mich an. Und ansonsten, wir sind da. Wir sind da. Hey, danke schon vielmals für deine Zeit, dass du da bist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, tolle Geschäfte. Und ja, und euch, danke schon fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, alles andere ist nur Versicherung. Ich bin der Alessandro und hier findest du alles rund ums Thema Versicherung.